Willkommen zurück zu einem weiteren Part bei Familie Winter im Ursprungshaushalt. Heute wird's spannend, kritisch, je nachdem, wie man es sieht. Wir gehen heute das Thema Schwangerschaft an. Und zwar hatte ich ja in dem letzten Part von Naomi, Jerry, Summer und Sophie gefragt, wie wir es machen sollen. Es war absolut überhaupt nicht geplant. Ich bin immer noch ein bisschen dezent überfordert. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich es machen soll. Ich habe 2 Kommentare bekommen, hier mal vielen, vielen Dank dafür, und beide sind dafür gewesen, dass sie das schaffen werden, trotz Differenz, was aktuell im Raum steht. Und ich dachte mir, okay gut, die beiden werde ich auf jeden Fall berücksichtigen, denn wir werden mit einem Glücksrad Glück entscheiden lassen, den Zufall entscheiden lassen. Naomi, geht's nicht besser als beim letzten Mal? Die ist total angenervt, gestresst. Die streitet zwischendurch auch mit ihrem Partner, mit dem Jerry. Und ja, im letzten Part der Reihenfolge, wo wir bei Lex und Lola waren, haben wir ja der Sommer ihren Geburtstag gefeiert, und ich finde sie so, so hübsch. Ja, ich würde sagen, ohne lang hier rumzufackeln, Omi, wo gehst denn du jetzt hin? Du willst jetzt Yoga machen gehen, okay? Du hast zum einen deine Schüchen noch an, wenn ich das so sagen darf. Was du aber statt Yoga mal machen könntest, du könntest hier das Bild über Plopsi verkaufen. Also ich habe schon mal mit dem RPO ein bisschen hier rumgewuselt, und zum einen, was hat alles Schwangerschaftsmäßiges betrifft, könnten wir auch Babynummer und Geschlecht entdecken. Für die, die es noch nicht wissen, da ich die Schwangerschaft die ganze Zeit pausiert hatte, wusste ich natürlich, dass die Naomi mit Zwillingen schwanger ist, 2 kleine Mädchen. Aber es ist dadurch, dass sie halt wirklich total ungewolltes Kind ist unterwegs und es so eingestellt ist, dass sie zum einen keine Kinder möchte, auch nicht schwanger sein möchte, weil halt einfach sie ist erwachsen, sie hat erwachsene Kinder, sie hat eine Teenager-Tochter, eine Kindstochter, und jetzt nochmal neu anzufangen, das hatte ich ja damals schon gesagt, das wäre nicht so die große Idee. Der Jerry hätte natürlich absolut nichts dagegen. Ich meine, wir haben ihm schon gesagt gehabt, dass wir schwanger sind. Unser Jerry-Schatz sollte das wissen. Und der hat eigentlich relativ gut drauf reagiert und unterstützt sie natürlich da auch sehr. Sie war auch schon bei einem Beratungsgespräch und hat sich beraten lassen, was sie machen könnte. Jetzt Beratung für ungewollte Schwangerschaft gehen, da werden wir dann nochmal hingehen. Ich habe ein bisschen Angst, aber ich sag's so, egal was sich entschieden wird durch das Rad, wir machen das, wir sind fein mit dieser Entscheidung. Ob das jetzt dazu ist, dass wir die Babys behalten, oder ob wir sagen, okay gut, wir ziehen den Abbruch in Betracht, das habe ich ja damals schon gesagt. Es ist egal. Wir ziehen das durch, es ist so realistisch wie möglich. Wer damit nicht klarkommt, sollte vielleicht ein bisschen weiterspulen und dieses kleine Minikapitel, diesen kleinen Ausschnitt überspringen. Aber ich möchte es so realistisch wie möglich halten bei Sims, deshalb hier eine kleine Triggerwarnung an der Stelle. Sommer ist so cute. Sollen wir den Maximo einladen? Okay, okay, die Naomi ist zurück, und oh mein Gott, Naomi. Okay, 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 wir gucken, nicht wirklich hilfreich. Diese Sitzung hat nicht dazu beigetragen, dass Naomi sich verstanden fühlt oder die Situation besser einschätzt. Genau, er wird sie mal versuchen, Familienmitglied aufzuheitern und sagen, mein Schatz, ich merke, dir geht's mit dieser ganzen Situation überhaupt nicht so gut. Lass uns doch einfach mal darüber quatschen. Ich bin für dich da, egal wie deine Entscheidung fallen sollte. Und wir gucken jetzt mal, ob wir mit dem Jerry darüber irgendwie reden können. Fragen, ob Jerry Kinder will. Oh, okay, Jerry weiß doch nur nichts über die Schwangerschaft. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass er weiß, dass sie in dem Sinne mit jemandem anderen geschlafen hat und er nicht der Vater des Kindes ist. Ich würde sagen, wir kündigen ihm jetzt erstmal die Schwangerschaft an, dass er das im Spiel auch weiß, auch wenn man es eigentlich ja sieht. Oh Gott. Und wie reagiert er? Er freut sich. Oh nein, er freut sich. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Solche Freude und doch solche Traurigkeit
Traurigkeit wegen Schwangerschaft des Partners. Jerrys Partner kündigt an, schwanger zu sein. Jerry ist so glücklich, dass ein Baby unterwegs ist. Das Problem, seine Partnerin ist es nicht. Sie verkündet dies, als ob es das Schlimmste wäre, das passieren könnte. Sie will das Baby nicht, aber Jerry schon. Anstrengender Stress. Oh, Jerry hat versucht, einem Familienmitglied beim Entspannen zu helfen, fühlt sich jetzt aber selbst gestresst. No way, das darf nicht wahr sein. Können wir sie irgendwie aufheitern? Ich würde sagen, er wird sie erstmal versuchen zu beruhigen. Und sagen, hey, das war natürlich jetzt absolut nicht geplant. Aber mach dir nicht so einen Kopf. Ich stehe hinter deiner Entscheidung. Oh, oh mein Gott. Kündige an, unfruchtbar zu sein. Das machen wir natürlich jetzt nicht. Also wir können auf jeden Fall hier Begeisterung für die Schwangerschaft sagen. Wir könnten darum bitten, das Baby zu behalten. Darum bitten, über einen Schwangerschaftsabbruch nachzudenken. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen kurzen kleinen Cut hier rein. Wechseln einmal in den Firefox und lassen den Zufall diese Situation klären. Dementsprechend können wir dann natürlich auch weitere Gespräche interagieren. Und gucken, wohin es dann führt. Ich habe hier ein Feld von 8 Einträgen gemacht. Wir haben einmal einen Joker, wo wir erneut drehen dürfen, wenn wir da drauf kommen. Wir haben einen zweiten Joker, der dann aber bestimmt das, was zuletzt gewählt wurde, ist dann aktiv. Wir haben einmal Abbruch, zweimal Abbruch, dreimal Abbruch und dreimal behalten, behalten, behalten. Genau, also dass dieses Abbruch und Behalten gleich ist. Zweimal Behalten ist drin von den Kommentaren, den Rest habe ich aufgefüllt. Und ich denke, und ja, ich würde sagen, ich halte mir die Augen zu. Ich kann nicht mit zugucken und zu sehen, oh Gott, jetzt fällt es da drauf. Und werde es dann, sobald der Ping kommt, ihr wisst dann, und ich werde dann erst hinschauen. Ich habe ein bisschen Angst. Aber egal wie die Entscheidung fällt, wir akzeptieren das. Wir machen das Beste draus, wir helfen ihr. Und ich würde sagen, ohne lang zu fackeln, mache ich jetzt die Augen zu, halt mir die Augen zu. Ich muss einmal gucken, ob die Maus auf dem richtigen Dings liegt. Und ich werde jetzt in 3, 2, 1 klicken. Oh Gott, ich habe so Angst. Ich habe so Angst. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. 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 Das schaffen wir. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Also ich bin, was soll ich sagen, ich bin komplett durch den Wind, gerade so ein bisschen. Einerseits freue ich mich natürlich, aber das heißt, wie schon erwähnt, enorm viel Druck, Stress, weil halt einfach die Gefühle sind. Wenn es zu arg sein sollte, werde ich es vielleicht umswitchen, werde ich eingreifen und es auf neutral stellen. Aber ja, wir werden jetzt wieder zurück switchen zu Naomi, Jerry, Summer und Sophie. Naomi wird nochmal Mama mit dem Jerry, aber in dem Sinne nicht vom Jerry, weil der Partner, ja, nicht der Jerry ist. Es bleibt spannend. Ja, meine Lieben, da sind wir bei Kieran Preston. Leider habe ich gerade die letzten 5 Minuten für mich selbst geredet, denn ich habe leider nicht wieder auf Aufnahme geklickt. Ja, Naomi und Jerry sind aus der Beratung zurückgekommen und wie ich es vermutet habe, es hat überhaupt nichts gebracht. Aber er hat trotzdem gesagt, mein Schatz, wir schaffen das. Wir finden eine Lösung für uns, das durchzustehen. Ich freue mich über die zwei Mäuse. Ich freue mich auf das Baby. Und ja, jetzt sind wir bei Preston, Gabby und Kira. Die beiden Mädels sind jetzt erst dazugekommen. Wie man sehen kann, sind wir nicht in Brightchester. Denn die beiden sind umgezogen. Sie wohnen jetzt in Brindleton Bay. Aber wir sind gerade in Granite Falls im Urlaub. Denn wir machen jetzt dem Preston sein Streben fertig und wie man sehen kann, hat unser Schnuggiputz nach der Uni, da war jetzt hier schon 2 Tage länger, einen kompletten Typwandlung durchgemacht und hat ja ein bisschen markantere Gesichtszüge bekommen, auch ein bisschen erwachsener und reifer ist er geworden und hat einfach so dieses im Wildnis, wollte ich ihm ein bisschen so einhauchen, indem er so ein bisschen längeren Bart bekommen hat. Die Haare sind ein bisschen länger geworden und ich finde, er sieht einfach super, super knuffig aus. Ja, ich würde sagen, die Mädels dürfen hier ja, ihr Ding machen und der Preston wird mit mir, ja, mal gucken, ob wir die letzten 2 Pflänzis finden. Ich meine, genau, wir haben hier eine ungewöhnliche
ungewöhnlich, ungewöhnlich, selten sogar. Also wir haben das noch nicht so weit freigeschaltet, da das ja von einem anderen Spielstand aber schon mal angefangen wurde, haben wir schon 8 von 10 Pflanzen. Da wir aber natürlich jetzt auch noch Winter haben, weiß ich nicht, ob die Idee so gut war, in Urlaub zu fahren. Ich weiß halt nicht, ob die beim Winter draußen sind. Wenn nicht, werden wir halt einfach so einen Urlaub nach der Uni angehen. Das haben sie sich wirklich verdient, die zwei. Okay, hier ist ein Erdbeerstrauch. Fang mal die Insekten so lange. Ich glaube, das war auch eine Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das so gut gemacht habe im Winter. Ob das so eine gute Idee war, im Winter hier lang zu gehen, um die Pflanzen zu suchen. Ich glaube, da werden wir uns eine halbe Ewigkeit mit aufhalten. Er holt jetzt noch einen Frosch und gräbt irgendwas aus und dann werden wir nochmal die Location wechseln. Ich habe den Eindruck, dass das im Winter nicht so eine gute Idee ist. Pflanze wild, aber sie ist außerhalb der Saison. Spannend, spannend. Stopp. Was ist das? Insekten sammeln. Die müssen wir dann auch noch einsammeln. Spannend war es auf jeden Fall mit Naomi. Wir wissen, okay, wir behalten die Kinder. Wir werden in den nächsten Parts an dem bei so ein bisschen anfangen, dass wir sie darauf vorbereiten, die Schwangerschaft zu akzeptieren. Wir werden sie da halt ein bisschen mehr durchführen. Natürlich auch viel Verständnis für sie aufbringen, wenn sie mal ein bisschen, ja, ein bisschen durchdreht. Selbst ist natürlich voll verständlich, wenn man absolut nicht damit einverstanden ist, schwanger zu sein und halt auch absolut gerade keine Kinder möchte, wenn man mit dem ganzen Thema schon fertig ist. Aber ja, wir haben jetzt schon mal hier so ein paar. Gott, was hat er alles gesammelt in der kurzen Zeit? Aber ja, wir gehen zurück zur Unterkunft. Stopp, haben wir die schon? Die Gabby und der Preston werden jetzt Mini-Veggie-Burger zubereiten, weil unsere Kira-Maus ja Vegetarierin ist. Und du Süße, wie geht's dir so? Ich habe sie auch ein bisschen umgestylt und ich finde sie so, so cute. Ich würde sagen, ihr neues Bestreben hat sie ja schon. Wir müssen insgesamt, wir haben aber schon relativ viel von diesem neuen Bestreben. Das hat sie ja bei einer Wette. Sie hat eine Wette verloren und musste dieses Bestreben nehmen. Wir haben schon 81.000 Simoleons verdient und haben schon 12.000 Ersparnisse. Deshalb würde ich mal sagen, Süße, wir suchen dir mal deine aktive Karriere. Ich würde sagen, wir kündigen jetzt deinen Babysitter-Job. Nee, passt bitte auf, ne? Keine blutigen Finger, keine zu viel Salz, ne? Ja, wir geben den Job auf. Okay, Süße, wir gucken mal. Ich bin sehr gespannt, was sie mit dem bildenden Kunstabschluss alles jetzt ja an Jobmöglichkeiten hat. Ich kenne mich da noch nicht so gut aus. Aber sie wird auf jeden Fall Künstlerin werden. Heißt, wir werden viel auch mit Gitarre, Klavier, Songs schreiben, Songs komponieren und singen gehen. Wir haben, genau, das könnte sie machen. Sie könnte Meisterin des Realen sein und hier steht Musikerin. Genau. Können wir noch irgendwas? Wir könnten Stylistin auch werden. Aber ich würde sagen, wir haben unseren Job schon. Wow, wir hätten von jedem Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag von 14 bis 21 Uhr und haben einen entsprechenden Universitätsabschluss, bedeutet, dass diese Position mit einem höheren Lohn, 366 Simoleons, schnelleren Beförderungen und mehr Urlaubstagen und einem Einstellungsbonus verbunden ist. Unabhängig von der Karriere kann ein Sim nur alle 7 Tage einen Einstellungsbonus erhalten. Okay, Kira, ich würde sagen, wir haben deinen Job. Wow, wir haben 2733 Simoleons gerade einfach erhalten als Einstellungsbonus, würde ich jetzt mal so grob vermuten. Wow, das ist gut, weil wir haben mit dem Haushalt auch nicht so viel Kohle. Durch das Haus, was ja umgezogen ist, ich umgebaut habe. Kira ist jetzt Spielerin eines Saiteninstruments im Orchester bei Rampenlicht. Sie beginnt am Freitag um 14 Uhr ihre erste Schicht. Wow. Instrument spielen, abgeschlossen. Genau, wir können ja mal gerade ganz kurz reingucken, während Preston und Gabby weiter ihre
Du kannst DJ mixen, hast du noch nicht so viel. Du hast aber Geigen auf Level 7, Gitarre auf Level 10, Klavier auf Level 10, also genau das, was wir bräuchten. Singen sind wir auch am Aufbauen. Und ich würde sagen, du kannst mit deinem Bruder hier gerade mal lustigen Modescherz machen. Sag mal, Bruderchen, du müsstest vielleicht mal wieder ein bisschen rasieren und deine Haare schneiden. Was macht sie da? Okay, das war der Modewitz. Ah, so schön. So schön. Na? Ruf mal zum Essen. Genau, unser Presti wird dann auch sein Profi-Pfeifer natürlich aufgeben. Und ich kann es nicht glauben, die Kira hat jetzt ihre Karriere eingeschlagen. Und ich finde es so cool. 3 Tage Urlaub hat sie allerdings nur. Interessant. Welche Stufe? Du bist schon Stufe 8. Danach kommt Instrumentenwunderkonzertvirtuosin. Oh mein Gott. Okay. Okay, die Süßen essen jetzt und unsere Gabby hat auch ein kleines Umstyling bekommen und ich finde sie so, so, so cute, die Maus. Sie hat sich wirklich super entwickelt. Wir haben nebenbei ein bisschen Tagebuch versucht zu schreiben, um das, was damals passiert ist, ja, ein bisschen zu verarbeiten, aber sie hat sich super entwickelt. Ihr macht ihre Karriere super Spaß. Sie ist im Rechtswesen auf Stufe 3 und ist juristische Sekretärin. Und ihr macht der Job bisher wirklich Spaß, was ich total schön finde. Und Presti, ich würde sagen, wir gehen dann deinen Job an. Wir werden erstmal hier deinen Job kundigen. Preston, ich mach's weg. Ausnahmsweise. Ne? Gabby, hast du dir jetzt ein Getränk gegönnt? Und du? Ah, du liest. Okay. Okay, unser Presty Boy hat seinen Job aufgegeben. Wir werden jetzt aber seinen richtigen Job in Angriff nehmen, denn er wird Umweltschützer und kann da super Gutes tun. Und ich finde, er sieht so, so cute aus. Ich finde, er hat, das hat was. Dieser längere Bart, die längeren Haare, so ein bisschen verwildert von den 3, 4 Tagen, wo er jetzt alleine hier im Wald war. Okay. Ich würde sagen, wir gehen in die Kajan. Ich glaube, von denen können wir keine bis durchs Abi machen. Okay, wir könnten Bodybuilder werden. Botaniker. Aber wir hätten auch Meeresbiologe. Klar, Arzt durch seinen Abschluss. Bodybuilder, Botaniker. Und ihr wisst, was das bedeutet. Das ist für den wissenschaftlichen Aspekt von Pflanzen. Dann nutze dein Wissen, um die Natur zu verbessern. Botaniker analysieren Pflanzen. Nee, wir wollten ja Umweltschützer, Meeresbiologe. Also wir könnten eher im Meeresbiologenbereich gehen und uns dann halt umweltschützlich als Ehrenamt, also als Engagement, als ehrenamtliches Engagement tätigen, weil, das habe ich irgendwie falsch auf dem Schirm gehabt, wir haben hier Umweltschützer nicht mit dem Studium was gemacht. Das Einzige, was reinfällt, ist Meeresbiologie. Sandra, ich hoffe, das ist jetzt für dich okay. Ich würde jetzt in den Meeresbiologiebereich gehen und wir gucken dann, dass wir da uns halt ausrichten. In welchem Bereich bist du? Level 8. Gewässerökologe, Meister der Meereswissenschaften. Okay. Okay, Preston, wir müssen zwischendurch dann mal nach Sulani, würde ich sagen. Dezent neben der Spur, neben dem Plan, weil ich jetzt eigentlich mit Umweltschützer gerechnet hätte und nicht mit Meeresbiologe. Aber okay, ich werde mich mit der Sandra, du weißt Bescheid, mich mit dir in Verbindung setzen, ob das jetzt auch okay ist, weil für Meeresbiologe hätten, für Umweltschützer hätten wir dann auch nicht direkt studieren brauchen. Das habe ich irgendwie falsch auf den Trichter gehabt. Aber ja, ich würde sagen, du kannst dir hier auch mal ein Getränk einschenken und die Kira würde ich sagen. Auch hier, man kann sich auch so ein Kirschblütending nehmen. Ja, unsere beiden Studenten haben es geschafft. Der John hat letzte Folge mit angefangen, als die Lola und der Lex ihr Baby bekommen haben. Und ich bin sehr gespannt, wie es dem John mit dem Studium ergehen wird. Wir werden da auch hin und wieder reinschauen, ihn begleiten. Er ist ja auch ein aktiver Haushalt. Und ich bin so froh, dass die beiden es geschafft haben. Sie haben super gut ihren Notendurchschnitt erzielt und ja, wir sind bis Montag rein theoretisch im Urlaub. Wir haben aber bald Weihnachten. Heißt, die nächste Folge wird bei Familie Winter, heißt Naomi und Jerry und dem
beiden Kids stattfinden, denn die haben alle eingeladen, vorbeizukommen. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Urlaub dann auch. Aber ich gehe stark von aus, dass das funktionieren sollte. Und ja, so schön, wie sie hier sitzen, ihre Jobs zugewiesen bekommen haben, wir für Naomi ja das Zufallsrad entscheiden lassen haben. Wie es nun ausgeht, die Babys werden behalten, wir werden sie darauf vorbereiten mit dem Jerry. Und ja, ich hoffe, der Part hat dir soweit gefallen, auch wenn wir eher viel Organisatorisches und wenig Spielerlebnis hatten. Ich werde mich drum kümmern, wie das ja vonstatten gehen soll mit den nicht bestimmten Pflanzen. Da fehlen ja noch zwei Stück, dass wir das hinkriegen. Ich hoffe, wir kriegen das im Winter hin. Wenn nicht, müssten wir das nochmal angehen. Aber ja, ich würde sagen, oh, die Gabby macht hier ein bisschen Romantik. Gib ihr nochmal einen langen Kuss. Oh, sie ist so süß. So cute. Ja, unser Presty Boy, unser Presty Boy. Na ja, dann hoffe ich, dass euch dieser Part soweit gefallen hat. Würde mich selber ein Like, ein Abo und ein Kommentar von dir freuen. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir Weihnachten feiern. Mal gucken, wie das wird mit den Ganzen in diesem etwas kleineren Haus. Ich werde mir auch Gedanken machen, wie ich das mit dem Hausumbau mache, damit die Kids Platz haben. Aber ja, es bleibt spannend. Ich hoffe, du freust dich. Ich freue mich auf jeden Fall. Wünsche dir allerdings jetzt noch einen wunderschönen Tag. Und die beiden sind hier ein bisschen am Rumdancen. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann. Ciao, ciao.